بسم الله الرحمن الرحيم. Und nicht nur, dass der Monat Muharram im Gesamten ein sehr guter, vorzüglicher Monat ist, nein, wir haben auch, wenn wir am 10. von Muharram, das wird am Samstag sein, liebe Geschwister, am Samstag heute haben wir den 27., das heißt der 29. Das wäre der 29.8. An diesem Tag bitte ich euch und ich küsse eure Hände und eure Füße, fastet an diesem Tag, denn an diesem Tag gibt es besonders viel Belohnung. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. Und diese Überlieferung ist bei Imam Muslim. Er sagt, Siyamu yawmi ashura, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sana allati qabla. Was den 10. von Al-Muharram anbetrifft, das heißt Ashura, so hoffe ich, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass dadurch die Sünden des vergangenen Jahres ausgelöscht werden. Dass dadurch die Sünden des vergangenen Jahres gelöscht werden. Hast du einmal darüber nachgedacht? Wir lesen in vielen Ahadith, vor allen Dingen, wenn es auch um vorzügliche Monate, um vorzügliche Tage geht, wie zum Beispiel auch Arafah und so weiter und so fort, dass Allah Azza wa Jal uns ein Jahr die gesamten Sünden vergibt. Die Sünden vergibt von einem Jahr oder manchmal von zwei Jahren. Wir lesen diese Hadith, aber wir verstehen sie nicht. Subhanallah, überlege, o Diener Allahs. Diese Sünden, die Allah Azza wa Jal bereit ist, uns zu vergeben, einfach so, und er muss das nicht, Subhanahu wa Ta'ala, diese Sünden sind vielleicht von uns unzählbar. Überlege jetzt, wenn du vor einem Jahr zurückrechnest, du rechnest jetzt ein Jahr zurück, wo du Sünden gemacht hast bis jetzt. Auf wie viele kommen wir? Die Diener Allahs sind unterschiedlich. Manche haben vielleicht unter 10 an Sünden gemacht. Die gibt es, die Diener, möge Allah azawajal uns zu ihnen gehören lassen. Und es gibt welche, und das ist leider die Masse von uns, und wir gehören alle dazu, möge Allah azawajal uns vergeben, die haben zigtausende von Sünden gemacht, vielleicht erreicht das sogar einen gewaltigen Sündenberg, der nicht mehr erfassbar ist. Was möchte Allah Azzawajal uns an diesem Tag geben? Er möchte uns an diesem Tag, wenn wir fasten, und ich sage dir im Vorab, o Diener Allahs, denn ich weiß nicht, wie lange du drin bleibst, es kann sein, dass du mein bärtiges Gesicht nicht magst und deswegen schnell raus möchtest. Bevor du rausgehst, bleibe noch einen kurzen Moment, damit ich dir diese frohe Botschaft mitgebe, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala bereit ist, wenn du an diesem Tag versuchst, auf beste Art zu fasten, das heißt keine Sünden, keine schlechten Wörter, halt dich von allem Schlechten fern, Allah Azza wa Jal, er vergibt dir alle Sünden, die du innerhalb eines Jahres gemacht hast. Lass uns diesen Hadith verstehen, Udina Allahs. Das bedeutet, Tausende, oder wir haben sogar gesagt, manche Hunderttausende von Sünden, an einem Tag vergibt sie dir Allah Azza wa Jal. Wie oft hast du gefastet? Einen Tag. Wie viele Sünden hast du gemacht? Sünden innerhalb eines Jahres bedeutet 365 Tage. Du sündigst in 365 Tagen und Allah Azza wa Jal vergibt dir die Sünden, indem du nur einen Tag fastest. Und was ist dieser Tag? Ist das so schwer, o Diener Allahs? Wallahi, das ist nicht schwer. Alhamdulillah, mit der Gunst Allahs sind die heißen Sommertage jetzt vorbei. Alhamdulillah, so dass wir uns der Fitna nicht mehr so ausgesetzt fühlen wie vorher. Das heißt, es ist kühl, es ist angenehm, ja, vielleicht sogar etwas kalt. Und wenn du am Samstag fastest, bi'idhnillah ta'ala, und bei uns in Berlin ist ungefähr um 20 Uhr, beginnt insha'Allah ta'ala das Brechen des Fastens, so kannst du innerhalb von wenigen Stunden diesen großartigen Lohn erreichen. 365 Tage haben du und ich übelst gesündigt und an einem Tag vergibt Allah Azza wa Jal uns auf einmal alle Sünden, walhamdulillahi rabbil alamin. Und ich möchte dich besonders nochmal bitten und ich küsse nochmal deine Füße und deine Hände, dass du an diesem Tag fastest. Denn wer war wissender von allen Menschen über die Religion Allahs? Du hast die Antwort richtig gegeben, nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und höre, wie Wert er auf diesen Tag Ashura gelegt hat. Es heißt in einer Überlieferung von Ibn Abbas, sie ist bei Al-Bukhari überliefert, er sagte Ibn Abbas radiallahu anhu,
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام أو يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. Er sagte, Ibn Abbas radiallahu anhu, ich habe den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم auf keinen Tag so sorgfältig achten gesehen, bedeutet, dass er erpicht war, diesen Tag zu erreichen, ihn zu fasten und ihm einen Vorzug gegenüber anderen Tagen zu geben, wie an diesem Tag, den Tag von Ashura und diesen Monat, nämlich den Monat Ramadan. Allahu Akbar. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der wahrlich am besten gewusst hat, welche Anlässe die besten Anlässe sind, dieser hat sich sehr darauf konzentriert, den Tag von Ashura zu fasten. Warum? Weil er wusste, es ist ein besonderer Tag und ein Tag, an dem viel Segen drin steckt, o Dina. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah.